kommen wir jetzt zu meiner Idee. Die habe ich euch schon gezeigt. Also das ist auch wieder eine besondere Kartenform. Eine ganz einfache besondere Kartenform. Also die ist so schnell gemacht und so easy. Und die Idee dazu ist nicht von mir. Die habe ich gesehen bei einer Kollegin. Ich blende euch jetzt den Namen ein, weil ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie sie heißt. Deswegen, bevor ich was Falsches sage, blende ich euch den Namen jetzt einfach ein. Und sie hat damals eine Babykarte gemacht. Und das ist so eine Karte hier, so eine, auch eben so eine 3D-Pop-Up-Karte. Mit den, jetzt habe ich mal nochmal kurz nachgeschaut, das Stempelset heißt Wild auf Grüße. Und das ist natürlich sehr gut geeignet für so eine Karte, wenn man da auch Motive drin hat, wo man dann viel ausmalen kann. Also das war die Grundidee zu der Karte, die habe ich vor Ewigkeiten mal gebastelt. Und wir hatten das Teamtreffen, unser erstes Teamtreffen von der Bastelwerkstattbande. Und da haben wir als Projekt auch so eine Karte gemacht. Und da war es so, dass ich kein Thema vorgegeben habe, sondern ich habe gesagt, jeder soll sein Lieblingsstempelset mitbringen. Und aus dem sind dann die Karten entstanden. Das Coole war einfach, dass jede Karte dann total anders ausgeschaut hat am Ende. Ich habe die Sachen vorgeschnitten, das Papier konnte man dann wenden, je nachdem, was einem besser gefällt. Und dann sind ganz unterschiedliche Karten daraus entstanden und das finde ich immer so schön an einem Workshop oder an einer Bastelparty, dass einfach jeder seine persönliche Kreativität da reinbringen kann in die Karten. Und jetzt zeige ich euch noch eine andere Idee und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Also, das hier ist die zweite Idee. Das ist eine Geburtstagskarte zum 30. Geburtstag. Die habe ich dann nochmal gebastelt in einem großen Format, also in 6x12 Inch. Mit den Magnolien. Ich finde die wunderschön. Und da war dann eben noch der Platz, dass wir alle unterschreiben können, weil wir das eben als Gruppengeschenk, als Gruppenkarte gemacht haben. Und ja, eben auch mit dieser Ausstanzung, genau. Auch noch eine Idee. Heute kriegt ihr ganz viele Ideen von uns. Und wir basteln jetzt diese Karte. So, ihr Lieben, an Material habe ich einmal das Designerpapier Magnolienweg, Farbkarton Espresso und Farbkarton in Flüsterweiß verwendet. Und zwar braucht ihr einmal von dem Farbkarton Espresso einfach eine DIN A4-Seite, die ihr euch in der Mitte halbiert, also bei 10,5. Und falzen tut ihr euch das auch in der Mitte bei 14,85 ungefähr. Das ist jetzt hier schon mal gefalzt. Und dann habe ich noch ein Reststück in Espresso und einen Streifen in Espresso. Der hat das Maß 28 cm in der Länge und 3 cm in der Höhe. Den falzen wir uns gleich zusammen. Dann habe ich ein Stück Flüsterweiß. Da habe ich jetzt mir schon einen Rahmen ausgestanzt. Ihr braucht davon eben insgesamt 5, also einen machen wir jetzt noch zusammen. Das hat das Maß 13,7 x 9,5. Das sieht man nachher nicht mehr, dass da eben schon was rausgestanzt ist. Deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich da gleich. Ich habe auch noch ein Reststück, wo wir uns das gleich noch ausstanzen, das fünfte Teilchen. Und ich habe noch Designerpapier und das hat das Maß, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, sorry. 13,2 mal 9 cm. Da habe ich 3 Stück. Und da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr habt oder könnt auch die Seiten tauschen, je nachdem, was euch da gefällt. Okay. Dann machen wir jetzt zuerst mal die Stanzung, denn die Stanzteile zeige ich euch auch. Das sind die raffiniert bestickten Rahmen und da habe ich welche Größe benutzt, muss ich selber schnell gucken. Das ist die viertgrößte Größe von diesen raffiniert bestickten Rahmen. Wenn ihr diese Karte basteln wollt und keine Big Shot habt, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach Vierecke ausschneiden. Also die haben jetzt das Maß 5,5 x 5,5 und könntet das genauso basteln, nur dass ihr eben keinen bestickten Rand habt oder so. Das wäre natürlich eine einfache Form. Ihr könnt natürlich auch solche Etiketten ausschneiden, aber das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, wie einfach nur Vierecke. Aber es sieht beides sehr schön aus, habt ihr gesehen. Und jetzt stanze ich mir das einfach einmal kurz aus. Vor und zurück, weil ich keinen Platz habe. Einmal würde reichen. Und habe hier meine fünfte Stanzform. Also die braucht ihr, wie gesagt, 5-mal. Und jetzt falzen wir uns noch meinen Streifen. Und zwar ist der ja 28 mal 3 cm. Und ich falze mir den jetzt einmal bei 7 cm. Leg mir das hier an bei 7 cm. Falzen. Und dann schiebe ich mir den weiter auf 21 cm. Falze mir den nochmal. Was ich dann mache, ist, dass ich meinen Bogen einmal umdrehe und mir den dann nochmal bei 14 cm falze. Und so habe ich dann dieses Zickzack. Das ist der Spezialeffekt, also die Mechanik von dieser Karte ist dieses einfache dünne Blättchen Papier. Genau.
Und was ich jetzt noch mache an Deko ist, dass ich mir noch was ausstanze und zwar mit der Sonnenstanze. Einfach aus dem Restpapier in Espresso noch eine Sonne, die ich auch noch mit vorne drauf mache auf meine Karte als Deko in den Hintergrund. Und ich verwende diese Blättchen, die schauen so aus, die finde ich immer total schön, wenn man die noch irgendwie in den Hintergrund einbauen kann. Und die sind so leicht, die schimmern so leicht. Ich gucke mal schnell, wie sie wirklich heißen. Genau, hier habt ihr nämlich auch noch die Bestellnummer und die heißen Zierdeckchen in Perlglanzoptik. Also die schimmern noch so richtig schön und die verwende ich immer sehr gerne einfach noch hinten rein auf ein Projekt oder so. Finde ich, macht sich das immer noch ganz gut. Okay, und jetzt haben wir alle Teile, die wir brauchen. Jetzt stempeln wir und danach bauen wir die Karte zusammen. Wieder alles hindrücken, durch die Big Shot hat sich das ein bisschen verdreht. Und jetzt wird erstmal richtig gestempelt. Ich glaube, ich brauche noch schnell eine Unterlage. Von den Farben benutze ich jetzt einmal das Memento, dann das Stempelset Blütenrosa und Waldmoos. Und ich starte jetzt einfach mal mit Waldmoos und stempel mir zuerst mal meine Sprüche auf. Das Stempelset, das ich verwende, ist das Stempelset Mann um Mann. Das ist, finde ich, ein richtig tolles Männerstempelset. Ganz toll auch zum Vatertag oder auch für einen Ehemann einfach als kleines Dankeschön. Ein guter Vater ist ein Mann für alle Fälle. Und ich habe die Karte eigentlich deswegen auch gemacht, weil an unserem Teamtreffen hat ja mein Mann Babydienst gemacht. Und da fand ich, war das eigentlich eine tolle Sache, dass ich ihm auch noch direkt gleichzeitig was bastel als kleines Dankeschön. Und deswegen hat er das bekommen. Und er hat sich auch sehr gefreut, muss ich sagen. Es war schon, hat ihm schon gut gefallen. Was ich jetzt gleich noch aufstempel, ist das Chill doch mal. Da könnt ihr einen ganz dünnen Streifen nehmen von Flüsterweiß oder ich schneide mir den jetzt dann nachher gleich zu. Den kürze ich mir nachher nämlich noch ein und habe den hier auf der zweiten Seite so abgeschrägt und noch drauf geklebt. Dann kommt, du bist der Beste. Ist ein bisschen schief, aber das zählt jetzt schon. Und auf der Vorderseite habe ich auch, genau, auch ohne Umhang bist du ein Supermann. Das habe ich auch in Waldmoos gestempelt. Da nehme ich das Etikett einfach andersrum. Ich versuche jetzt das gerade zu machen. Ja, es geht, ne? Und als Verzierung habe ich mit dem Blütenrosa einfach diese kleinen süßen Herzen auch aus dem Stempelset benutzt. Ich zoome euch jetzt mal ein bisschen näher ran, damit ihr das ein bisschen besser seht, oder? Die könntet ihr euch einmal abstempeln oder ihr macht euch die in voller Farbe drauf. Das ist mein Etikett für vorne. Und auch bei den Sprüchen habe ich das noch gemacht hier unten. Und bei dem Du bist der Beste habe ich drei drauf gemacht. Die kann man auch so richtig schön aufstempeln, so ein bisschen versetzen. Finde ich total süß. Also die Herzen sind super schön. Okay, und dann habe ich noch diese einmal den im Liegestuhl und einmal mit dem Kind oben auf dem Rücken. Ihr könntet als Mädchen habt ihr eine Variante oder als Junge könntet ihr euch das aufstempeln. Das habe ich jetzt noch aufgestempelt mit Memento und das werde ich gleich noch kolorieren. So, mache ich aber schnell meine Stempelkissen zu. Das habe ich mir relativ weit unten hingestempelt, dass man hier wirklich, also nicht, dass man da das Ende vom Stempel drauf hat, sondern dass das schon weitergeht am Etikett sozusagen, dass das so ausschaut, wie wenn der Stempel noch größer wäre. Und dann noch den Chiller im Liegestuhl. Super. Ich räume kurz auf und dann kolorieren wir zusammen. Von den Farben, die ich jetzt so verwende zum Kolorieren, da gehe ich jetzt einfach durch mein Regal, was ich so habe. Ich habe jetzt Bermuda Blau, Olivgrün, Osterglocke, den Aufheller,
das Bronze und die Farbe Elfenbein und das Blütenrosa nehme ich jetzt. Gucke ich mal, ob ich das als Hautfarbe verwende. Mal schauen. Da gehe ich jetzt ein bisschen einfach so querbeet und male das jetzt mal aus. Ich nehme eigentlich immer die dickeren Spitzen. Ihr habt ja da zwei Spitzen bei den Alkoholmarkern. Und ich nehme meistens die dickeren, je nachdem. Wenn ich so ganz schmale Sachen mache, dann nehme ich auch die dünnen. Das könnt ihr einfach ein bisschen austesten, wie euch das so gefällt. Und da gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen querbeet über mein Motiv. Und ich versuche euch jetzt tatsächlich nebenbei ein bisschen was zu erzählen. Also mal gucken, ob das klappt. Ich wollte euch nämlich ein bisschen von unserem Teamtreffen erzählen. Also das ist ja jetzt schon gut einen Monat her. Ich muss mich da aber echt konzentrieren. Und es war total super. Also wir haben, das war das erste Teamtreffen von unserer Bastelwerkstattbande. Und das war eigentlich ein Sommerfest. Wetter war zwar leider nicht so schön, aber wir haben es halt dann nach innen verlegt und nicht draußen auf der Terrasse. Und das war bei mir zu Hause. Und also es war total super. Die Mädels, es waren zwei Mädels da von meinem Team, und zwar die Gabi und die Andrea, die euch auch mitgemacht haben und euch die Karten gezeigt haben heute. Und die Andrea hat uns noch einen Kuchen gebacken und wir haben dann erstmal Kaffee und Kuchen gegessen natürlich. Klar, es muss ja natürlich auch was zum Verwöhnen dabei sein. Der war sehr, sehr lecker. Und dann haben wir sind in den Keller gegangen, in meinen Workshop-Raum und haben da gebastelt. Unter anderem eben diese Karte und dann auch noch das Mini-Album. Das habe ich euch schon aufgenommen. Das kann ich euch jetzt mal hier oben unter dem i verlinken. Das haben wir gebastelt und dann noch eine ganz kleine Verpackung, die ist auch super und die werde ich euch nochmal zeigen. Ich habe da schon mal vor Ewigkeiten dazu ein Video aufgenommen. Das kann ich euch auch verlinken hier oben. Das war aber zu Ostern und ist ganz wenig angeschaut worden, das Video. Also ich werde das nochmal machen, weil es so eine tolle Verpackung ist. Das ist die einfachste Verpackung, die ich kenne. Und ja, ich weiß nur nicht, wann ich dazu komme. Also im Moment ist mein Videoplan gerade ziemlich voll. Eigentlich schon bis Ende des Jahres und mal schauen, ob ich das noch unterkriege oder ob das dann einfach nächstes Jahr kommt. Das kann man ja immer machen, zu jedem Anlass. Und ja, mal schauen. Und dann haben wir gebastelt und es war total super, weil es einfach, ja, weil es so eine nette Gruppe war irgendwie. Es war so gemütlich und ja, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob wir es zu dritt überhaupt machen sollen, weil ich leider die Einladung, glaube ich, relativ spät geschickt habe oder weil halt auch der Weg für viele weit ist und habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, zu dritt, aber das war perfekt, wirklich. Mädels, ihr wart da total super, seid immer super. Das hat richtig Spaß gemacht. Einfach so der kreative Austausch und das war total entspannend und ah, super. Und wir haben dann auch für die anderen Teammitglieder, die dann eben nicht dabei sein konnten, ein Video aufgenommen. Das habe ich davor schon angefangen, dass ich so ein bisschen gequatscht habe und dann immer zwischendrin ein bisschen gefilmt habe. Und ich glaube, das kam ganz cool an. Also das war halt einfach für alle dann, dass jeder noch ein bisschen teilnehmen kann an der ganzen, an dem ganzen Projekt, also an dem Teamtreffen halt. Und das hat echt, war alles total schön. Wir haben dann danach noch gegrillt und waren noch gemütlich zusammengesessen und war für mich ein super, super schöner Tag und ich hoffe für euch auch. Ich merke, ich muss mich da echt konzentrieren. Ich kann da gar nicht so gut nebenbei quasseln. Ich wollte mich einfach an dieser Stelle noch bei euch bedanken, dass ihr gekommen seid und dass es so schön war. Und auch bei allen anderen vom Team, die sich dann noch gemeldet haben, einfach ja, für das Feedback, das ich da bekommen habe. Das war einfach schön. Okay, und jetzt versuche ich hier noch den Rest auszukolorieren und da lasse ich euch jetzt Musik laufen, weil ich muss mich da echt konzentrieren, sehe ich schon. Ich kann gar nicht so gut dazu quatschen. Und jetzt seht ihr, so sieht jetzt das Ganze aus. Bisschen auskoloriert. Und also ich finde, es ist total entspannend. Ich mag das sehr gerne, da ein bisschen kolorieren. Und ich gehe am Ende immer noch, das habt ihr gesehen, mit dem Farbaufheller über die ganzen Farben, dass die sich einfach nur ein bisschen vermischen.
Und das mache ich jetzt ja auch bei der Hautfarbe. Also für die Hautfarbe habe ich jetzt Blütenrosa genommen und ich finde, das passt ganz gut. Das ist ja ganz dezent. Und ja, dann haben wir unsere Innenetiketten schon fertig. Wichtig ist bitte, dass ihr eure Marker immer ganz fest zumacht, weil die können sonst austrocknen. Also da immer gucken, dass die Stöpsel, dass die Deckel da richtig gut verschlossen sind und richtig gut drauf sind. So, jetzt geht's ans Zusammenbauen. Wir falten erstmal die Grundkarte. Und ich glaube, jetzt zoome ich euch ein bisschen wieder raus, dass ihr noch ein bisschen mehr seht. So, ich fange jetzt einfach mal mit der Frontseite an. Da nehme ich mir einfach einen Flüssigkleber und klebe mir erstmal mein flüsterweißes Papier auf. Ich habe mich übrigens ein bisschen verschnupft an, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich nicht einen Schnupfen kriege. Obwohl es so schön warm ist draußen. Und ihr seht schon, ich mache das ein bisschen schief. Also es ist Absicht. Und darüber klebe ich dann auch noch mein Designerpapier. Auch schief natürlich. Einfach so ein bisschen freie Schnauze, aber ja, nicht gerade. Die habe ich jetzt beide in die Richtung gemacht. Da habe ich so gemacht, dass es eine nach oben und nach unten. Also da versucht einfach ein bisschen rum. Es muss nicht immer alles total gerade sein. Das macht sich so auch ganz gut. Dann nehme ich mir mein Zierdeckchen und klebe mir dann nur in der Mitte einfach ein bisschen Kleber hin und setze mir das dann hinten drauf. Dann schnappe ich mir ein Dimensional und meine Sonne. Setze mir das noch so ein bisschen oben drüber. Und dann habe ich hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, habe ich noch ein bisschen Faden mir abgeschnitten und hinten reingeklebt. Ich habe jetzt von diesem Faden nichts mehr. Ich nehme jetzt einfach den Leinenfaden, das geht genauso, und schneide mir da einfach ein bisschen was ab. Weil ich finde, das macht sich ganz gut. Und den kürze ich mir jetzt einfach auf drei gleich lange Schnüre. Also es tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen so komisch, wenn ich so komisch näsel. Ich glaube, ich wäre echt irgendwie schnupfig. Es muss jetzt nicht perfekt sein. Einfach drei so Schnüre und die klebe ich mir einfach so da hinten hin. Als kleine Zierde, die kann man auch noch ein bisschen kürzen. Machen wir es immer ein bisschen kürzer. Genau so, dass sie ein bisschen größer sind als das Sonnenetikett. Und da schnappe ich mir jetzt einfach nur einen Klebepunkt und klebe mir die da drauf. So, also ganz easy. Hoppala, der eine mag nicht halten. Und die klebe ich mir jetzt einfach hinten drauf auf mein Etikett. So, dass man die einfach noch sieht oben und unten. Mal schauen, ob das klappt. Nee, das muss ich abziehen. So. Und das klebe ich mir jetzt hier einmal mit Flüssigkleber auf, also ganz flach auf der einen Seite, wo diese Schnörkel sind, dieses Leinenband. Und auf der anderen Seite klebe ich mir noch ein Dimensional hin, damit das genauso hoch ist wie meine Sonne. Sollen wir es gerade machen oder sollen wir es schief machen? Machen wir es gerade. Und dann klebt es hier so richtig schön an. So sieht das Ganze jetzt aus. Und irgendwie, muss ich sagen, würde mir jetzt hier noch eine Palette ganz gut gefallen. Wir haben ja diese Paletten, die haben die Bestellnummer, die hier. Die heißen selbstklebende Paletten und da gibt es diese grünen. Und ich weiß nicht, ob das passt, aber irgendwie finde ich, könnte es ganz gut ausschauen. Eine Palette für einen Mann, ist das okay? Ich sage, das ist okay, aber man könnte sie weglassen. Man muss sie nicht machen. Und dann machen wir das Ganze auf und kleben uns erstmal unser Designerpapier hier auf die beiden Seiten drauf, auch mit Flüssigkleber.
Und dann nehmen wir unseren Mechanismus und den knicken wir uns jetzt so zu so einem M, dass wir das so halten. Und dieses Mittelstück, das lege ich mir jetzt hier auf meine Falzlinie von meiner Karte auf. Also so, von nah. Hier ist die Falzkante von eurer Grundkarte und da legen wir uns das jetzt hier rein. Und dann kleben wir uns nur hier rechts und links ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und haben dann hier nachher unseren Mechanismus gleich. Und jetzt bei dieser Karte sieht man es schon ziemlich deutlich. Bei unserem Basteltreffen ist der Gabi aufgefallen, dass dann hier der Rand nicht so schön ist. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht, bevor ich mir das komplett platt anklebe, habe ich es noch ein bisschen so hingeschoben, dass der Rand hier, den man vom Designerpapier sieht, ungefähr so ist wie der hier. Das sieht man nachher nicht mehr, aber wenn man es jetzt aufmacht, sieht es so aus, wie wenn es so gehören könnte. Ihr könntet euch natürlich auch euren Espresso-Streifen noch ein bisschen länger machen, dann habt ihr das Problem nicht, dann ist es einfach braun bis hier zur Karte. Oder ihr macht es eben so, dass man hier noch diesen kleinen Rahmen hat. Das finde ich eigentlich ganz schön so. Und man kann das, wenn man es aufklebt, noch ein bisschen ruckeln, dass es nicht unterschiedlich aussieht, dass man hier einen Rahmen hat und hier keinen. Habt ihr gesehen, so habe ich es jetzt auch gerade gemacht. Okay, und dann kommen schon unsere Etiketten da drauf. Die klebe ich auch einfach mit Flüssigkleber an. Und da mache ich es so, dass ich mir einfach nur ein bisschen Flüssigkleber da auf die Mitte hin nehme und mir dann meine Etiketten drüber klebe. Achtung, dass ihr da nicht zu weit auf dem rüber klebt, also nicht zu viel Kleber hinmachen, weil ihr habt da ja einen Rand. Ihr könnt jetzt ein bisschen auf die Abstände oben und unten achten und ihr könntet es jetzt natürlich auch schief aufkleben, also es muss ja auch nicht gerade sein. Also da könnt ihr euch noch kreativ austoben, wie ihr wollt. Ideen habt ihr jetzt heute richtig viele bekommen. Ah genau, und dann habe ich noch was, ich habe ja noch dieses Chill mal wieder aufgestempelt. Das schneide ich mir noch aus. Schräg mir das hinten so ein bisschen ab. Und vorne auch. Und dann hier zwischendrin auch nochmal. Und dann klebe ich mir das hier noch auf mein Etikett drauf. Und hier eben nur ein kleines bisschen Kleber drauf machen auf die eine Seite. Weil man das malt, das ist ja nicht auf dem Etikett. Ja, und schon ist unsere Karte fertig. Kann man auch schön hinstellen. Auch das wäre eine Karte für Fotos. Das wäre natürlich auch eine coole Idee. Hier 4 Fotos rein, fertig. Hinstellen für Oma und Opa zu Weihnachten. Alles top, vielleicht mache ich das auch. Eine gute Idee. Okay, ihr Lieben, also das ist meine Idee zum Thema Männerkarten. Ich hoffe, euch hat das ganze Video total gut gefallen. Ich fand es total spitze. Ich war total aufgeregt vor diesem Video. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe zum Sagen, zum Erwähnen, mich zu bedanken irgendwo. Also ich hoffe, ich habe das alles noch einigermaßen auf die Reihe gekriegt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr habt hier noch die anderen Ideen dazu und könnt euch da noch austoben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal von unserer Teamaktion. Jetzt lege ich mal die so alle ins Bild, dass ihr die 3 Ideen habt. Ich freue mich auf jeden Fall total auf das nächste Mal von unserer Teamaktion. Ihr könnt gespannt sein auf das Thema. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal und drückt dabei diese Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn ich ein Video hochlade. Also langsam müsste ich den Spruch ja gut können, aber manchmal verhaspel ich mich. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!